Der Maschinenbau steht im Zentrum von Industrie 4.0. Einerseits liefert er die notwendigen Technologien als Enabler mit intelligenten Prozessen, integrierten IT-Lösungen für die Smart Factory der Zukunft. Zum anderen bietet er Produkte an, intelligente Komponenten, Industrie 4.0-Komponenten, die dort sichtbar sein werden. Der Maschinenbau ist aber auch größter industrieller Arbeitgeber in der Bundesrepublik und auch Anwender der Industrie 4.0 mit etwa 1 Million Beschäftigten und schafft jeden Tag neue Values. Der Maschinenbau, die Produzenten in der Welt träumen vom Plug and Play in der Produktion. Das ist ein hehres Ziel, was gar nicht so leicht zu erreichen ist, denn wir müssen heute mit relativ hohem Aufwand Maschinen, Produktionsabschnitte unterschiedlichster Hersteller miteinander verketten. Hin zum Plug and Play ist es notwendig, dass wir vom babylonischen Sprachgewirr hin zu einem, sage ich mal, einfachen System kommen. Dazu brauchen wir sowas wie eine Grammatik, wie ein Duden für die Weltsprache der Produktion. Wir haben dazu einen Leitfaden entwickelt, OPC-UA-Leitfaden, der hilft, dem Mittelstand diese Idee des Plug and Work in der Produktion einfacher umzusetzen. Predictive Maintenance ist ein interessantes, datenbasiertes Instrument der vorausschauenden Wartung. Es ermöglicht es den Kunden, den optimalen Servicezeitpunkt zu finden, die Servicekosten zu senken, die Robustheit des Systems, also zum Beispiel die Anlagenverfügbarkeit, zu erhöhen und letztlich damit die Performance zu steigern. Basis sind intelligente Produkte, Komponenten und Systeme, die der Maschinenbau seinen Kunden offeriert. Wir nutzen die Industrie 4.0-Komponente, können aus der Datenerfassung im Betrieb online damit dann auch schauen, wo sind etwaige Störfälle zu erwarten und rechtzeitig eingreifen. Wichtig ist es, dass man hierbei neue Methoden der künstlichen Intelligenz, des Machine Learning nutzen kann oder auch dann mit Industrie 4.0-Komponenten cloudbasierte Services seinen Kunden anbietet. Also ein gutes Beispiel für die Umsetzung von Industrie 4.0. Die Antriebs- und Fluttechnik hat mit ihrer sehr starken Weltleitmesse Motion Drive and Automation in der Vergangenheit jeweils in einem 2-Jahres-Turnus ihre neuen Innovationen dem Weltmarkt gezeigt. Wir erkennen aber auch, dass mit der Digitalisierung der Produkte und der Wertschöpfungsketten die Innovationszyklen kürzer werden. Und 2 Jahre sind in Zeiten von Industrie 4.0 eine neue Ewigkeit. Wir glauben, dass wir unseren Kunden weltweit schneller bessere Lösungen zeigen können und das auch sollen, damit wir die Dynamik, die mit digitalisierten Wertschöpfungsketten und Produkten einhergeht, eben auch dem Kunden zugänglich machen. Deswegen haben wir uns entschieden, in einen Jahresturnus zu gehen und mit der thematisch sehr eng verwandten Industrial Automation zu fusionieren, hin zu der neuen Messemarke der Integrated Automation Motion and Drive.